Hallo, man mag es wohl kaum glauben, aber ich mochte als Kind keinen anderen Kuchen außer trockenen. Sobald irgendwas mit Buttercreme oder Sahne drin war, habe ich gesagt, nee, ich bin raus. Bis auf einen einzigen Kuchen, bei dem ich immer eine Ausnahme gemacht habe. Und zwar war das Donauwelle. Und deshalb möchte ich heute mit euch eine Donauwelle machen. Zutaten für den Rührteig an. Ihr braucht 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Vanilleextrakt, ein Päckchen Backpulver, 2 Teelöffel Kakao, 6 Eier, 400 Gramm Mehl, 75 Gramm Milch und ein Glas Sauerkirschen. Den Saft von den Sauerkirschen benötigen wir nicht. Den kann man sich gut aufheben, um eine Saftschorle mitzumachen. Als erstes gebt ihr jetzt die Butter in die Rührschüssel und lasst die 3 Minuten circa cremig rühren. Nach den 3 Minuten fügt ihr den Zucker hinzu und lasst das nochmal circa 2 Minuten miteinander verrühren. Jetzt kommen noch Vanilleextrakt und die Eier hinzu. Und das lasse ich jetzt auch noch mal 3 Minuten miteinander verrühren. Jetzt kommt die Milch noch rein und Mehl auch. Das lasse ich jetzt wirklich nur noch 1 Minute miteinander verrühren, gebe dann noch Backpulver hinzu und den Backpulver lasse ich ca. 15 Sekunden unterheben. Jetzt eine große eckige Springform mir zur Hand genommen, aber ihr könnt auch eine 28 cm runde Springform nehmen oder nehmt einfach ein Backblech, welches ihr mit Backpapier auslegt und gebt dann den Teig drauf. Aber nicht den ganzen Teig, denn jetzt geben wir erst die Hälfte drauf, verteilen die auf dem Boden und dann rühren wir nochmal die andere Hälfte den Kakao unter. Den Teig befreit ihr am besten noch mit einem Teigschaber und geht auch mit diesem nochmal am Rand der Schale entlang. Und wie eben schon gesagt, nur die Hälfte des Teiges in die Springform geben. Zur anderen Hälfte geben wir jetzt den Kakao hinzu und lassen den auch nochmal unterrühren. Während der Teig jetzt rührt, verteile ich nochmal den Teig auf den Boden. Und der Schokoteig kommt jetzt auch noch oben drauf. Der Teig wird jetzt auch nochmal verteilt, dass überall auch wirklich Kakaoteig ist. Wenn ihr einen gezwirbelten Teig haben wollt, also das heißt, dass der dunkel und hell gemischt ist, könnt ihr da einfach ganz gut mit dem Teigschaber reinstechen, ein bisschen nach oben ziehen. So kommt dann das Muster rein. Oder ihr geht einfach nochmal mit einer Gabel durch. Aber jetzt am besten wieder glatt streichen. Und jetzt kommen noch die Kirschen oben drauf.
Da verteile ich die einfach am liebsten mit der Hand, damit man das so ein bisschen anpassen kann, wo wie viele Kirschen liegen. Und ich verteile die halt am liebsten gleichmäßig. Und am besten drückt man die Kirschen jetzt etwas in den Teig rein, damit die schön beim Backen auch absinken. Den Backofen habe ich schon bei 160 Grad vorgeheizt und da geht der Teig jetzt für ca. 30 Minuten hinein. Nachdem der Teig dann aus dem Ofen kam, muss der komplett abkühlen, denn um die Buttercreme drauf zu geben, muss einfach kalt sein, damit die Butter nicht gerinnt. Aber in der Zeit können wir uns schon mal um die Buttercreme kümmern. Und dafür braucht ihr 2 Päckchen Vanillepuddingpulver, 100 Gramm Zucker, 900 Milliliter Milch, ich nehme da die 3,5% fettgehaltige, und 300 Gramm Butter. Als erstes gebt ihr jetzt Vanillepuddingpulver und Zucker in eine Extraschale und fügt da so 100 bis 150 Milliliter Milch hinzu, sodass das flüssig wird und sich alles auflöst. Die Butter brauchen wir erst später, aber die am besten draußen stehen lassen, denn die sollte weich sein. Den nächsten Schritt musst du dann am Herd machen, denn jetzt musst du einfach die Milch aufkochen und wenn sie kocht, gibst du Vanillepuddingpulver hinzu, also das, was wir gerade angerührt haben, und lässt das ca. 1 Minute unter ständigem Rühren aufkochen, also wie wenn du ein Vanillepudding kochst. Also rüber an den Herd. Muss der jetzt abkühlen und zwar auf Zimmertemperatur. Dafür rührst du den jetzt einfach nochmal um und ziehst eine Frischhaltefolie drüber. Aber die Frischhaltefolie legst du direkt auf den Pudding oben drauf. Das führt dazu, dass keine Haut sich bildet. Denn wie eben schon erwähnt, müssen wir warten, bis sie auf Zimmertemperatur abgekühlt ist und des Weiteren muss auch der Kuchenteig ganz, ganz kalt sein. Wenn der Pudding dann auf zimmerwarmer Temperatur ist, können wir auch unsere Buttercreme fertigstellen. Dafür müssen wir jetzt als erstes die Butter mal cremig rühren, so circa 3 Minuten. Machen wir die Küchenmaschine auf niedrigster Stufe an und dann fügst du den Vanillepudding zu der Masse hinzu, immer so löffelweise. Aber als erstes einmal die Frischhaltefolie entfernen. Jetzt, wo man die Frischhaltefolie entfernt hat, sieht man auch ganz gut, dass sich oben keine Haut gebildet hat. Buttercreme auf den Kuchen geben. Und über eine Donauwelle kommt natürlich noch eine Schokoladenschicht. Aber dafür muss die Donauwelle jetzt nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Creme auch nochmal schön kalt wird. Wie eben schon erwähnt, muss oben noch Schoki drüber. Dafür habe ich 250 Gramm Zartbitterkonfitüre mit etwas Kokosöl schmelzen lassen und nochmal 5 Minuten stehen lassen, damit das nicht allzu heiß da drauf kommt. Und die Schoki geben wir jetzt einfach noch drüber. Letzte kleine Stückchen Schokolade alles ausgekratzt und es hat perfekt gepasst.
Wer jetzt dem Namen noch alle Ehre machen möchte, also Donauwelle, und Wellen da drin haben möchte, kann einfach mit einer Gabel so lang fahren, dann hat man das Wellenmuster drin. Ich persönlich mag es glatt lieber. Und das war's schon. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Falls du Lust auf weitere Rezepte hast, schau doch auf meiner Internetseite oder bei mir auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, eure Janika.